Durch die Gleichung y ist gleich x2 plus qx plus 4 ist für q Element r eine Parabelschar p in Abhängigkeit von q festgelegt. Bestimmen die Werte für q, wenn die Gerade y gleich 4 eine Tangente ist. So, schauen wir uns das kurz in einem Koordinatensystem an. Wir haben also die Parabelschar y ist gleich x2 plus qx plus 4 und je nachdem, welchen Wert dieses q annimmt, bekommen wir natürlich verschiedene Parabeln. Zum Beispiel für q gleich 0 würde die Parabel ungefähr so aussehen. Dann gäbe es natürlich noch für andere Qs zum Beispiel so eine Parabel oder so. Oder auch auf der anderen Seite könnte es dementsprechend so aussehen. So, was gibt es noch? Nämlich die Gerade y ist gleich 4. Die liegt so drin. Und jetzt sind natürlich die Parabeln gesucht, zu der diese Gerade y gleich 4 eine Tangente ist. So, wie lösen wir sowas? Im Prinzip kommt uns das ja schon bekannt vor, nämlich wir suchen nichts anderes als die Schnittpunkte der Geraden mit den Parabeln. Und da haben wir kennengelernt, es gibt entweder zwei Schnittpunkte, dann ist die Gerade eine Sekante, es gibt einen Schnittpunkt, dann ist eine Tangente und es gibt keinen Schnittpunkt, dann ist es eine Passante. Wir suchen natürlich die Tangente, das heißt der Fall, dass wir nur einen Berührpunkt gerade Parabel haben. Und wann ist es der Fall? Wenn die Diskriminante 0 ergibt. Also genau das ist unser Weg. Wir stellen im Prinzip nichts anderes auf als die Lösungsformel für das Suchen von Schnittpunkten und setzen dann die Diskriminante 0. Also Ansatz ist, wir nehmen die Parabelgleichung x² plus qx plus 4 und setzen die mit der Geradengleichung gleich. So, um die Lösungsformel und die Diskriminante ansetzen zu können, müssen wir es jetzt noch so umformen, dass auf einer Seite 0 steht. Das kriegen wir jetzt am schnellsten hin, wenn wir die 4 auf die linke Seite bringen, also mit minus 4. Und dann folgt daraus x² plus qx und 4 minus 4 ist 0. Kann man hinschreiben, plus 0, wenn man mag, muss man aber nicht, ist gleich 0. Dieses 0 hier ist wichtiger. So, jetzt setzen wir die Diskriminante an. Wer es nicht mehr weiß, es steht ja in der Formel Sammlung drin. D ist gleich b² minus 4 mal a mal c. Und zur Wiederholung, was ist a, was ist b und was ist c? Der Faktor vom x², das ist immer mein a. Der Faktor vom x ist immer mein b. Und die Zahl ohne x, das ist mein c. In dem Fall ja, plus 0, wenn es nicht dran stehen würde, diese plus 0, müsste man sich halt entsprechend nur zudenken. So, setz mal ein. D ist gleich b², also in dem Fall q², minus 4 mal a mal c. A ist 1, da vom x² nichts steht. Und c haben wir hier stehen, ist 0. So, vereinfachen. Q² und minus 4 mal 1 mal 0. Irgendwas mal 0 ist immer 0. Das heißt, dieser komplette Teil wird zu 0. Und damit bleibt q² übrig. So, jetzt haben wir gerade erwähnt, wir suchen den Fall, an der die Gerade g gleichzeitig Tangente an den Parabeln ist. Und das ist der Fall, wenn wir die Diskriminante 0 setzen. Ja, also, das ist meine Diskriminante und wenn diese 0 ist, dann liegt eine Tangente vor. Wir sagen jetzt einfach, dieses Ding muss 0 sein, weil wir wollen ja, dass es eine Tangente ist. Also setzen wir ist gleich 0 dahinter. Das ergibt jetzt eine neue Gleichung, nämlich q² ist gleich 0. Und ja, die aufzulösen ist jetzt nicht sonderlich schwer. Wir ziehen jetzt einfach die Wurzel und dann sehen wir schon, q muss 0 sein, dafür, dass dann die Gerade g Tangente ist. Und dann haben wir unsere q schon bestimmt und wir können es auch nochmal in unsere Parabelgleichung einsetzen. Also für die Parabel x² plus, jetzt schreibe ich es mal noch aus, 0x plus 4 beziehungsweise x² plus 4, ist diese Gerade g, y gleich 0, y gleich 4, eine Tangente.